Bundesminister, meine Damen und Herren, auch auf der Galerie und an den Fernsehgeräten. Wir haben es heute mit einer, beim ersten Tagesordnungspunkt mit einer bunten Mischung aller möglichen rechtlichen Dinge aus dem Kraftfahrgesetz zu tun. Und ein paar Dinge möchte ich dabei besonders herausstreichen. Das erste ist einmal die Möglichkeit, die zukünftige Möglichkeit für Betonmischer, und zwar für Vierachser, nicht nur die bisher reglementierte Menge aufzunehmen, sondern diese Menge zu erhöhen. Welche Vorteile hat das? Erstens einmal weniger, ganz klar weniger Fahrten zu den Baustellen. Und das Zweite ist, und das war uns sehr wichtig, auch in dieser Phase, die Infrastruktur wird, und das ist durch Studien bestätigt, dadurch nicht mehr geschädigt, als man im ersten Ansatz ohne technische Hintergründe und ohne technisches Wissen annehmen könnte. Das heißt, wir schädigen unsere Straßen nicht und können aber trotzdem gleichzeitig die Fahrten von Betonmischern reduzieren. Ein sehr wichtiger Punkt. Es gab dazu auch noch aus dem Ausschuss hier einen Abänderungsantrag, der auch heute vorliegt, und den werden wir auch mittragen. Das war, wenn man so will, ein Aufbohren des Antrages, eine Erweiterung rund um das KFG, beispielsweise auch für, wo man anstelle Justiz das Ganze etwas weiter fasst. Wir hätten uns gerne gewünscht, dass, wenn man schon etwas weiter bei den Begrifflichkeiten geht, dass man auch nicht nur Rettungsfahrzeuge, sondern auch die sogenannten First Responder dazu nimmt. Dazu wird sich aber der Kollege Hafenecker dann noch einmal detaillierter melden. Der zweite Punkt betrifft die Kennzeichen. Es sollen bisher schon verbotene oder nicht genehmigte Abkürzungen und Kürzel insoweit weiter verboten bleiben, als nunmehr zu diesem Reglement auch das Bezirkskennzeichen dazu zählt. Ich sage, ja, das kann man mittragen, das mag notwendig sein, aber was wir bei dem Punkt schon auch anmerken wollen, Herr Minister, ist, es gibt so viele sinnvolle Möglichkeiten, beim Thema Kennzeichen noch etwas zu ändern. Da gibt es die Vorschläge von der Autoindustrie, und zwar von denen, die zu wenig Kühlfläche an der Vorderfront haben, dass man, wenn man schon ein Wunschkennzeichen machen kann, nicht nur einen Wunschbuchstaben- und Zahlenkombination, sondern auch eine unter Anführungszeichen Wunschgröße, beispielsweise kleinere Kennzeichen vorne haben kann. Es gibt eine weitere Geschichte aus der Autoindustrie, wo es um die zweizeiligen Dinge gibt. Zu diesem Punkt möchte ich dann auch noch einen Entschließungsantrag einbringen. Der Entschließungsantrag lautet, der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesregierung, insbesondere der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie, wird aufgefordert, das Erforderliche zu unternehmen, dass es künftig auf Wunsch eines Kfz-Besitzers auch möglich ist, eine kleinere Kennzeichentafel zu erhalten und am eigenen Kfz anzubringen, als dies bisher der Fall ist. Herr Minister, Sie kennen den Hintergrund, das ist die Geschichte Automotorrad. Es gibt so viele Wünsche, man hätte das alles mitpacken können. Und Herr Minister, seit Beginn dieser Legislaturperiode kennen wir Sie als entscheidungsfreudigen Minister. Wir wollen nicht, dass wir jetzt so im Laufe der Legislaturperiode zwar mit Entscheidungsstärke, aber doch in die Verwaltung des Stillstands reinkommen. Wir wollen, dass Sie weiter entscheidungsfreudig bleiben und die Themen weiter im Sinne der Bevölkerung anpacken. Ein drittes Thema ist heute noch von Belang, und zwar ist das Thema mit dem Feinstaub. Der Kollege Angerer und ich haben Anträge eingebracht zur, wenn man jetzt so will, mechanischen Ausfilterung von Feinstaub. Das Thema Feinstaub belastet uns ja seit langem. Ich kann mich nur erinnern, im Jahr 12 in etwa war das in Graz ein großes Thema, und wir sind dort ja immer wieder mit folgenden Szenarien bedroht, möchte ich fast sagen. Es gibt beim Thema Feinstaub derzeit nur die Ideen von Verkehrsstilllegungen oder von verkehrsfreien Zonen oder von Geschwindigkeitsbeschränkungen. Und wenn das einzige Szenario für den Autoverkehr ist, das wir gesetzlich als Spielraum haben, dann sind wir eigentlich in unserer Republik arm aufgestellt.
Da wollten wir ganz bewusst ein Zeichen setzen, auch wenn wir uns bewusst sind, dass das technologisch noch in den Anfangsschuhen ist und dass das noch ganz am Anfang steht. Aber wir wollen bewusst außer den Verkehrsreglementierungen auch noch Zusätze haben. Herr Minister, Sie haben auch Forschung und Technologie dabei. Da könnte man vielleicht auf der Technologieförderungsseite was machen. Wenn das Ganze in Schwung kommt, würde das den Werkzeugsatz, den man logistisch in der Hand hat, erweitern. Und ich glaube, das wäre gut für uns, das wäre gut für den Verkehr und für die Republik. Dankeschön. Per Antrag fordert Gerhard Deimek, Verkehrssprecher der FPÖ, dass Kraftfahrzeugbesitzer auf Wunsch auch kleinere Nummerntafeln erhalten können sollen. Und